Betrachtungen, denen wir eben gefolgt sind nach Josef Pieper, sind ja schon einige Stichworte. Wir haben das ja dann auch mit den Kirchenliedern sogar verknüpfen können, also vom Vokabular. Dieser Zustand des Status Viatoris, also die Wanderschaft als Bezeichnung des Lebens, ist ja bis in unsere Gebete hinein oder in manchen Liedern zumindest noch erhalten. Oder wenn wir, das hat ja, Ding ist ja das gleiche Wort, wenn wir vom Viaticum reden, von der Wegzehrung, die man dem Sterbenden reicht. Ich sage mal, sobald man sich in diese, auch in die philosophischen Grundbetrachtungen ergibt, gibt es sofort, kann man sofort Linien in die Pastoral ziehen oder Fragezeichen an die Pastoral machen. Denn wem wird heute noch als Sterbenden die Wegzehrung gereicht? Das hört man ganz auf und sagt, nee, das bringt ja, die können die ja auch gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wenn früher die Leute gestorben sind, die waren irgendwie besser drauf, glaube ich. Irgendwie waren die besser drauf. Heute liegen sie im Krankenhaus und da können sie nicht mehr kommunizieren. Früher, ich weiß nicht, warum die das früher konnten und heute nicht mehr. Ja. Es mag sicher, man sagt dann immer, das ist rein physiologisch nicht mehr möglich, dass jemand schluckt. Natürlich ist das, gibt es Situationen, wo das wirklich nicht mehr möglich ist, dass jemand schlucken kann, aber auch da gibt es immer Möglichkeiten. Man muss ja nicht gleich da mit einem halben Schwarzbrot kommen. Ja. Man kann ja auch ein Partikel erreichen, wie man das früher auch genauso gemacht hat. Oder man hat sogar früher, wobei war ja früher bei der Kelchkommunion überaus bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil, war immer schon eigentlich protestantisch. Ja, hat man immer schon die, weil man konnte einen Tropfen des Blutes Christi, also vom konsekrierten Wein, als Wegzehrung reichen. Das geht alles. Also, was ich damit nur sagen will, dass es direkte Verbindungslinien gibt, dass es sich jetzt nicht irgendwie, dass wir jetzt irgendwie so eine philosophische Esoterik machen oder sowas als eigenen Bereich und dann kommen wir zum Eigentlichen, zu Pastoral oder zur Liturgie, sondern diese Verbindungslinien sind sehr wichtig. Denen werden wir auch jetzt begegnen bei Josef Ratzinger, wo es mehr um die Theologie geht. Es gibt er hat das damals mit Auer rausgegeben in Regensburg, zu seiner Regensburger Zeit, eine kleine katholische Dogmatik, hat er den Band 9, Eschatologie, Tod und ewiges Leben, geschrieben, ein heute noch überaus lesenswertes Buch, das ist, wann ist die erste Auflage, von 77 ist das. Wir müssen uns vielleicht kurz die Zeit in Erinnerung rufen, also den damals noch nicht Geborenen sowieso, den damals, die das schon erlebt haben, wenn auch jung oder jünger alle. Es ist gut zehn Jahre nach dem Abschluss des Zweiten Vatikanischen Konzils, Punkt 1. 77, wenn ich bei uns in der Eifel schaue, hatten uns gerade so die 68er im Griff. Das dauert ja immer so ein bisschen, gibt ja immer so ein Cultural Lag. Ja? Eifel ist halt nicht Paris, das ist ja nicht so weit weg, aber das dauert ja immer eine Zeit. Also als ich im ersten Jahr zum Gymnasium fuhr, mit dem Bus fuhren bei uns die Abiturienten noch, die damals noch Hebräisch belegen konnten, am humanistischen Gymnasium noch in Krawatte zur Schule, weil das nicht anders ging. Das war aber dann irgendwie ein, zwei Jahre später, als dann sozusagen diese Welle auch die Eifel erreicht hatte, war das weg. Das war vollkommen weg. Dann kamen die Blue Jeans und wie das immer so alles war. Und nicht nur, ich will das nicht an Äußerlichkeiten festmachen, aber damit ist vieles verbunden. Dann fand Anfang der 70er in Deutschland eine große Synode statt. Was erstaunlich ist, denn die deutschen Bischöfe hatten eigentlich eine Riesenangst und bis heute ist umstritten, ob man nicht diese Synode auch abgehalten hat, um dieser Angst Herr zu werden, dass das Gleiche passiert wie in Holland. In Holland hatte man ein großes Nationalkonzil ausgerufen, auch eine Synode, die vollkommen aus dem Ruder lief. Die am Schluss überhaupt nichts mehr also das war ganz schwierig. Und gerade die westlichen hier, die westdeutschen Bistümer, also Köln und Aachen, die hatten richtig, schauten immer ganz schwierig zur holländischen Grenze rüber, wann diese merkwürdige Bewegung da herüberschwappt oder ob gerade die kirchlichen Gremien, die man ja damals dann gerade ganz stark gemacht hat,
ob die von diesem Virus, von diesem holländischen Virus nicht infiziert sind, als der holländische Erwachsenenkatechismus dann kam mit all seinen Fragezeichen. Und bis heute, ich nehme an, die Lesart ist schon nicht ganz unrichtig, wenn man sagt, die deutschen Bischöfe, wir wollten eine Synode auch, um das auch abzufangen und zu steuern. Das ist dann zumindest in Deutschland besser gelungen als in Holland. Das ist wirklich ganz aus dem Ruder gelaufen, bis hin zu Maßregelungen dann und so. In Deutschland hielt es sich in Grenzen, aber war natürlich auch eine Entwicklung, die ganz auch dieser Zeit geschuldet ist, bis hin in die Dokumente rein, die bis heute ja nicht offiziell anerkannt sind. Es gibt zwar immer noch, sie werden ja immer noch eifrig zitiert zuweilen, ja, manchmal beruft man sich sehr gerne auf die Texte der Synode, aber sie sind nie approbiert worden. Also sie sind nie in Kraft gesetzt worden, müssen von Rom in Kraft gesetzt worden, werden das aber nie geschehen. Und gerade am Beginn dieses Büchleins geht Josef Ratzinger auf die Synode kurz ein, kritisch ein. Er hat am Anfang teilgenommen und hat sich dann abgewendet. Ähnlich wie eine ihm Geistesverwandte, die über die Synode gestorben ist. Also Ida Friederike Görres, ich zitiere diese Frau ja öfter, hat einen Vortrag noch gehalten auf der Synode über die Sakramente und hat einen Gehirnschlag anschließend bekommen nach diesem Vortrag und ist dann in der Klinik gestorben. Ich sage jetzt damit nicht, die Synode ist schuld. Ja, also muss man immer schon gleich vorsichtig sein. Ja. Aber es gab schon auch an dieser Situation, gerade auch, Josef Ratzinger war damals relativ jung, oder in seinen besten Jahren, wie man das so ausdrückt, ein großes Unbehagen oder auch ein Leiden an dieser Situation. Und dafür mitverantwortlich ist eine Entwicklung, die ja ganz kurz aufzeichnet. Wir können das leider nicht detailliert machen. Ich will das nur in der großen Linie zeigen. Lange war diese Eschatologie, das ist so ein Schlagwort, früher hieß das katholischerseits die Lehre von den letzten Dingen. Das hat Hans-Urs von Balthasar mal in den 50er Jahren als den Wetterwinkel der Theologie bezeichnet, also so eine Knusselecke. Ja? Und dann in der Adaption der liberalen protestantischen Exegese vor allen Dingen, wird das zum Zauberwort, das wird, da findet ein Feuerwerk statt, wie man sich das an Silvester nicht besser vorstellen könnte, das wird zum Schlüsselwort für alles. Dahinter stehen theologische Arbeiten, die Namen müssen Ihnen jetzt gar nicht viel sagen, Reich-Gottes-Theologie, also Jesus ist vollkommen erfüllt von dem, was man Naherwartung nennt, also ganz eschatologisch aufgeladen. Das ganze Wirken Jesu lässt sich nur von daher verstehen und nur darauf reduzieren. Alle Worte, die Jesus sagt von dem nahen Ende, wir haben jetzt letzten Sonntag noch so ein Evangelium gehört, diese Generation wird nicht vergehen, bevor das alles eintrifft. Das sind echte Worte Jesu. Die sind echt und der Rest ist alles, das ist schon alles Abfall, alles dekadent, hat man später dazu geschrieben, dazu getextet und so. Also man hat so, wie das oft bei Theologen ist, ich finde ja auch die ganze Reformation ist so eine Entwicklung. Martin Luther ist ein typisch deutscher Professor, der einmal in seinem Leben eine Idee hatte und dann wird die zu Tode geritten. Ja, Professoren, alle Anwesenden ausgenommen. Aber mit seiner Rechtfertigung. Das spricht vieles auch dagegen. Ja? Es gibt ja biblische Zeugnisse auch gegen das, was Luther im Römerbrief entdeckt. Und das ist wirklich für ihn eine Entdeckung gewesen. Aber daneben muss man auch noch andere Dinge sehen. Aber das ist eben dann manchmal nicht möglich. Dann blendet man alles andere aus. Hier in diesem Gedanken, der natürlich auch nochmal mit einer geistesgeschichtlichen Entwicklung der Aufklärung verbunden ist, ja? Also die Naherwartung, Jesus ist vollkommen fokussiert auf das anbrechende Reich Gottes und das war am Beginn die frühe Christenheit auch noch so. Und dann die gesamte Entwicklung der Christenheit und das heißt natürlich vor allen Dingen die Entwicklung der Kirche ist eine Geschichte des Abfalls. Man verabschiedet sich von diesem hereinbrechenden Reich Gottes, weil das kommt irgendwie auch nicht, jetzt muss man warten und dann etabliert sich so eine lästige Wanze wie die Kirche. Die ist eigentlich gar nicht vorgesehen. Die wird eigentlich nur dazwischen geschoben, ja, weil das jetzt nicht so eingetreten ist, was Jesus gesagt hat. Ich sage das jetzt sehr holzschnittartig. Ja. Man könnte das jetzt nochmal in vielen Details sehen. Das ist für viele so inspirierend, sodass wir bis heute an den theologischen Lehrstühlen, auch auf den katholischen Lehrstühlen,
diese Lehren haben. Es gibt ein, de facto nur den historischen Jesus und von dem historischen Jesus haben wir nur den, der sozusagen ganz in dieser Naherwartung lebt. Der Rest von Christologie gibt es nicht. Gibt es de facto nicht. Aber wo ist dann, gibt es dann eine Daseinsberechtigung für die Kirche? In dieser Theologie natürlich irgendwie nicht. Und Josef Ratzinger zieht hier die Perspektive sozusagen, dass diese Eschatologie, die letzten Dinge, plötzlich von der Knuselecke, von dem Wetterwinkel, wie von Balthasar sagt, zum eigentlichen Fokus der ganzen Theologie und des Denkens werden. Nicht umsonst trägt das entscheidende Dokument der Synode einen eschatologischen Titel der deutschen Synode, unsere Hoffnung. Das ist ganz eschatologisch, das ist alles auf die Hoffnung, alles in die Zukunft. Und das begegnet natürlich dann geistesgeschichtlich auch die Theologie der Befreiung, ein marxistisches Geschichtsbild, das da einen Einzug hält, also nicht umsonst. Wir haben gesagt, da gibt es natürlich gemeinsame Berührungspunkte. Nicht umsonst haben wir eben schon bei Josef Pieper, Ernst Bloch oder Jean-Paul Sartre, wo die Kirche jetzt plötzlich auf einem Weg ist und sagt, wir wollen jetzt innen sein. Ja? Wo die Eschatologie zum eigentlichen archimedischen Punkt des Denkens wird, aber die Sorge gleichzeitig, was sich in der Liturgie äußert, die Vorbereitung auf den Tod, der Vorgang des Sterbens, die Liturgie des Sterbens, die Liturgie des Todes, das fällt hinten runter. Das fällt komplett hinten runter. Das ist eine ganz merkwürdige Entwicklung, die sich da auftut. Also ich will nochmal die Gedanken von Ratzinger versuchen zusammenzufassen. Die These ist, es wird gesagt, im offiziellen Christentum sei die eschatologische Aussage, also dass sozusagen das Kommen des Reiches Gottes, der Anbruch des Reiches Gottes, sozusagen verstümmelt worden. Die Geschichte der Eschatologie ist eine Geschichte des Abfalls, deren Umsetzung aus einer Praxis der Hoffnung, das ist schon ganz, man kann das schon irgendwie greifen, ja, allein von der Terminologie her, in eine Lehre von den letzten Dingen bedeutet, so die Theorie, eine tiefe Perversion des ursprünglich Gemeinten. Die Belege, also die Beweise dafür, scheinen, so Josef Ratzinger, auf der Straße zu liegen. Seit langem wird auf den Kontrast hingewiesen, der zwischen dem frühchristlichen Maranatha, diesem Ruf, komm Herr Jesus, und dem mittelalterlichen, darauf kommen wir heute noch, Dies Irae, der alten Totensequenz liegt. Dort die freudige Hoffnung auf den bald kommenden Christus. Ja, und hier, also kommen möge mit diesem Ruf in der Didache, kommen möge die Gnade, vergehen möge die Welt. Und hier auf der anderen Seite die Gerichtsangst, die das Ende unter dem Zeichen des Schrecken und des gefährdeten Seelenheils sieht. Und dann noch als dritter Pfeiler der Argumentation, die Volksmission, ich weiß, hat einer noch sowas, Entschuldigung, wenn ich jetzt, ist es eine Anspielung auf Ihr Alter, ja? Oder Frau Tömmel, so, haben Sie noch so eine Volksmission mitgemacht? Ja. So rette deine Seele? Mitgemacht nicht, aber. Dann sind Sie ja gar nicht katholisch. Rüttelnde Predigten gehalten. Nicht selten, das muss man natürlich zugeben, waren die so, dass die mit dem Feuer der Hölle gedroht haben. Also eine richtige Volksmissionspredigt war so, dass man am Schluss keine kalten Füße hatte, sondern die Zungen des Höllenfeuers an den Fußsohlen leckten. Und wenn es richtig war, bis zu den Kniekehlen gingen. Ja? Also dass einem richtig heiß wurde. Die haben richtig eingeheizt. Ja? Manchmal gut, manchmal auch ein bisschen drastisch. Und der Sinn war natürlich, die Leute zur Beichte zu bewegen und zur Teilnahme an den Sakramenten. Das muss man natürlich auch heute sehen. Wir tun uns immer so leicht, darüber zu lächeln. Ja? Die Leute waren nicht gewohnt und waren teilweise auch nicht erzogen, wir haben gerade darüber gesprochen, die Sakramente zu empfangen. Es war höchstens noch die Osterkommunion war übrig geblieben, dass man mindestens einmal im Jahr so das Kirchengebot des Sakrament der Eucharistie empfängt. Das war nicht normal.
Dann ging die Ist genau das Gegenteil heute. Ja? Heute gehen wir zur Kommunion, das sei Weltspartag, und man kriegt einen Luftballon. Oder wahrscheinlich kriegt man heute auch keinen Luftballon mehr. Früher war das bei mir so ein Kuli oder was weiß ich, was die heute geben. Oder ein Aktien, kriegt man heute ein Aktienpaket statt einen Kugelschreiber. Ich weiß es nicht, was die Sparkassen so machen. Aber heute haben wir den Umgang mit der Eucharistie wie beim Weltspartag, wo jeder irgendwas zukriegt. Und wo man sich irgendwie blöd vorkommt, wenn man das nicht auch noch mitnimmt. Ein halbes Jahrhundert vorher war genau das Gegenteil. Großer Skrupulantismus auch, ja, sodass man sozusagen nochmal, ihr müsst euch vorbereiten durch die Beichte, aber ihr sollt auch zur Kommunion gehen. Bis dahin, dass in der alten Liturgie die Kommunion nicht in der Messfeier gespendet wurde, sondern außerhalb. In der Messe hat nur der Priester kommuniziert. Also wir tun uns heute so leicht, waren die blöd. Ja. Aber auch das, da muss man das ganze, den ganzen kulturellen, auch liturgiekulturellen Kontext nochmal sehen, bevor man da so leichtfertig die Nase rümpft. Ob wir da heute überhaupt Grund zu haben, das weiß ich gar nicht. Ja. Ich will nicht, das muss man immer dazu sagen, ich will nicht die alten Zustände zurück, wahrhaftig nicht. Ja. Aber deshalb müssen unsere noch nicht super sein. Ja. Also diese Kontrastierung, ja, ganz großartig, der frühchristliche Ruf, komm Herr Jesus, ganz in dieser freudigen Spannung, ja, so wie wir jetzt auch wieder in den Advent hineingehen, und dann auf der anderen Seite hier das Schreckensgebilde der Zukunft, ja, man steht vor dem Richter im Gericht. Man könnte das im Grunde genommen jetzt sehr detailliert nachgehen, dass diese Kontrastierung immer falsch ist. Das frühe Christentum, also zum Beispiel hier gibt es ein, das ist relativ neu, das kann ich jetzt leider auch nicht alles vorlesen, aber wenn das jemand interessiert, ja, gibt es ein Buch Himmel, Paradies, Shalom, Tod und Jenseits in antiken, christlichen und jüdischen Grabinschriften. Da kann man allein bei diesen griechischen oder lateinischen Grabinschriften sehen, dass hier der Gedanke des Gerichtes sehr präsent ist. Das ist keine Erfindung des Mittelalters, um den Leuten Angst zu machen. Ja? Und auch wenn ein Text wie Dies Irae hochmittelalterlich ist, ja, heißt das nicht, dass das vorher nicht da war. Der Gedanke des Gerichtes ist sehr vertraut. Ja? Gerade Untersuchungen wie die von Erik Petersen, auf die Ratzinger auch Bezug nimmt, machen das immer deutlich. Ja? Oder Dölger zum Beispiel ist auch so ein die deutlich machen, dass sich das kristallisiert am besten. Also wie kriegt man so eine Stimmung aus dem frühen Christentum mit? Wie kann man überhaupt sagen, die waren immer einfach in freudiger Erwartung, in freudiger Spannung. Ja? Und dann haben sie im Mittelalter haben sie irgendwie Angst gekriegt, hat die böse Kirche den Leuten Angst gemacht. Ja? Das ist primitiv im Grunde genommen, eine solche Aussage. Ja? Am besten kann man das noch nachvollziehen, in dem, wie die Menschen beten. Ja? Also gerade Dölger und Petersen haben das deutlich gemacht, die Eigenart des urchristlichen Betens oder auch der sinnliche Ausdruck im Beten. Denn in der frühen Kirche beten ja noch Geist, so Ratzinger, und Leib zusammen. Und durch den Leib ist das Gebet zugleich eingeordnet in den ganzen Kosmos und in seine Geschichte. Der Israelit wendet sich bei seinem Gebet in Richtung des Jerusalemer Tempels hin. Das frühchristliche Gebet wendet sich dem gegenüber nach Osten, der aufgehenden Sonne entgegen. Sie ist das Symbol für den auferstandenen Christus, der aus der Nacht des Todes heraufgestiegen ist in die Herrlichkeit des Vaters und der über das All herrscht. Sie ist zugleich aber auch das Zeichen des wiederkehrenden Christus, der endgültig aus der Verborgenheit hervortritt und Gottes Reich aufrichtet in der Welt. Also eine Verschmelzung von beidem, nicht nur der auferstandene Christus, sondern auch der wiederkehrende Christus. Das Verschmelzen von beiderlei Symbolismus im Bild der von Osten kommenden Sonne kann einigermaßen eine Vorstellung davon geben, wie eng Auferstehungsglaube, die sich natürlich hier in den Inschriften zum Beispiel auch wiederkriegt, und Parousie-Hoffnung, also die Hoffnung auf die Wiederkunft Christi, wie das ineinander greift und zusammengebunden ist, so Ratzinger, in der Gestalt des Herrn, der als Auferstandener schon wiedergekommen ist, in der Eucharistie immer fortkommt und gerade so der Kommende bleibt. Das ist klar, das ist ein bisschen ein theologischer Slang, obwohl er das ja immer noch einigermaßen verständlich macht. Ja. Also er kommt ja in jeder Eucharistie. Deshalb ist dieser Ruf Maranatha ist überhaupt nicht erwiesen. Es gibt da neuere Untersuchungen zu, dass das auf die Zukunft gerichtet ist, dass man irgendwie gesagt hat, oh Jesus, jetzt komm bald oder sowas. Das ist ein Bestätigungsruf. Es kann genauso gut heißen, der Herr ist da, bei der Eucharistie, weil es aus der Eucharistiefeier bezeugt ist.
Also einen solchen Ruf in Stellung zu bringen gegen etwas oder so, ist immer sehr schwierig, muss man auch das Ganze sehen. Ja? Petersen hat gezeigt, dass schon sehr früh die Ostung des Betens, die den Kosmos zum Zeichen Christi und zum Raum des Gebetes macht, also indem ich mich ausrichte in den Orient, in den Osten, unterstrichen wurde durch ein Kreuzzeichen an der Ostwand, das als Zeichen des wiederkommenden Menschensohnes verstanden werden muss, auch als Gerichtsdrohung. Nach Sacharja 12 oder Offenbarung 1,7: Schauen wird in jedes Auge, auch alle, die ihn durchbohrt haben, und alle Stämme der Erde werden seinetwegen wehklagen. Das Kreuz in den Darstellungen der Apsiden, ich meine, wir haben im Klosterkirche haben wir auch eins im Osten, stammt aus dem liturgischen Brauch, nach Osten hin zu beten, vermittels eines Kreuzes, das Symbol des eschatologischen Glaubens ist, also eines Glaubens, der sich nach der Wiederkunft Christi sehnt. Sodass man eine innere Bauart, so Ratzinger, des frühen Christentums erkennt. Eine starke eschatologische Spannung, die sich im Gebet manifestiert, die aber natürlich, wie das hier deutlich wird, nicht von der Kirche absieht, sondern sich in der Gemeinschaft der Kirche, nämlich in der Liturgie, realisiert. Also diese Entwicklung, die natürlich nicht umsonst, das darf man den Protestanten nicht übel nehmen, aus einer liberalen protestantischen Richtung kommt, die müssen nicht nach Kirche fragen, weil die das so nicht kennen und in dieser Form ja auch ablehnen. Aber katholisch adaptiert, unreflektiert manchmal oder aus gutem Willen vielleicht, lässt die große Kirche einfach außen vor. Das geht aber gar nicht. Ja? Weil die Kirche selber der Ort ist, in der sich dieser Glaube, in der sich diese eschatologische Spannung überhaupt erst realisieren kann. Wie man das bis in die Architektur oder in die innere Gestalt des Betens hier nachvollzieht. Ist das verständlich geworden? Oh! Ich kann Kirche nicht außen vor lassen. Ja? Also, nochmal, der liberale Protestantismus muss sich nicht darum scheren, sozusagen, der kann leicht sagen, ja, Kirche ist halt irgendwie, die ganze Institution ist eine Erscheinung des Abfalls. Also das hat man dazwischen geschoben, zwischen die Hoffnung auf das anbrechende Reich Gottes. Ja? Das ist so, eine Kirche ist ein Betriebsunfall. Das ist eine Lähmungserscheinung. Ja? Das nimmt, raubt im Grunde genommen diese große Kraft der Hoffnung auf die Änderung der Verhältnisse. Da berührt es sich dann wieder mit dem Marxismus etwa. Ja? Aber als katholische Christen können wir das nicht. Das ist nicht unser Glaube. Für uns hat die Kirche wir glauben die Kirche, sagen wir in jedem Credo. Ja? Und dann glaube ich nicht etwas, was irgendwie passiert ist. Ist irgendwie, weiß ich auch nicht, Jesus wollte eigentlich was anderes. Ja? Also der berühmte Satz von Loisy, ja? Jesus hat das Reich Gottes verkündet und gekommen ist die Kirche. Haben wir das nochmal sozusagen zusammengefasst. Ja? Also Jesus hat überhaupt was ganz anderes gewollt. Nein, wir sind davon fest überzeugt, dass Jesus genau diese Kirche gewollt hat. Deshalb, man könnte jetzt viele, warum bildet er einen Zwölferkreis? Warum 12 und nicht 13? Warum sind es Männer, keine Frauen? Warum gibt es einen Wiederholungsbefehl beim tut dies zu meinem Gedächtnis? Es sei denn, ich gehe durch das Neue Testament wie durch ein Aldi und lege mir nur das in den Korb, was mir passt, gerade meine Theorie. Das ändert sich aber dann alle 50 Jahre, ja, was ich dann in meinem Einkaufskörbchen habe, ja. Oder es gilt alles des Neuen, ich habe noch nicht meine Bibel hier liegen, Entschuldigung. Oder es gilt eben alles vom Neuen Testament. Es geht nicht anders. Es gilt alles. Und diese Sortiererei, ursprüngliche Jesusworte, nicht ursprüngliche, echtes Jesuswort, auf jeden Fall, hilft überhaupt nicht weiter. Es gilt das, was in den 27 Schriften des Neuen Testamentes steht. Punkt. Da gibt es nicht nur eine bestimmte, sondern eine große Vielfalt. Manchmal auch Widersprüche, Spannungen, aber das macht es ja interessant. Das ist immer so. Das ist in jeder Beziehung so, das ist in jeder Gemeinschaft so, dass wenn die alle gleichgebürstet sind, ist das Faschismus. Das haben wir aber nicht. Kirche ist kein Faschismus. Es gibt keine Gleichschaltung, sondern es gibt eine innere Bereicherung. Aber die löst man auf, wenn man sich nur Sachen herauspickt. Das ist die klassische Definition von Häresie. Ja, Haireomai im Griechischen. Ich nehme das heraus, was mir passt. Das ist nicht Katholon, das Ganze, katholisch, was es eben meint.
Ich finde, Ratzinger geht, ich will einen Schritt weiter gehen.